Im Moment sind wir in einer Zeit, wo man den Eindruck hat, es werden permanent Konventionen in der Politik gebrochen, die Ewigkeiten, also die sehr, sehr lange galten. Wann haben Sie festgestellt, dass diese Regeln nicht mehr gelten? Ich bin mir gar nicht sicher, dass die Regeln nicht mehr gelten. Aber eine Minderheit hat unglaubliche Lust daran, echte oder vermeintliche Tabus zu brechen und können sich unglaublich daran aufgeilen, wenn Sachen, die gesetzt waren, dass man bestimmte Dinge nicht sagt, dass man nicht lügt, dass Meinungsäußerungen von Fakten getragen werden, dass man niemanden beleidigt, dass man Minderheiten achtet. Wenn all das nicht mehr gilt, daran haben bestimmte Minderheiten eine unglaubliche Freude. Und diese Freude, offensiv zu äußern, das ist neu. Ich glaube nicht, dass die Mehrheit der deutschen Bevölkerung dahinter steht, dass man jetzt Nazisprüche sagt, dass man Schwule und Lesben beleidigt, dass man Hass in die Politik trägt. Aber es gibt eine Minderheit, die daran Freude hat, ganz offensichtlich Freude und das mit Lust macht. Und das mit dieser Lust Politik macht, indem man erstmal Aufsehen erzeugt. Und dieses Aufsehen funktioniert so gut. Und diese Art von Provokation hat für bestimmte Politiker und eine bestimmte Partei, nämlich die AfD, einen so fantastischen Erfolg, dass man es immer weitermacht. Wie sollten Journalisten damit umgehen? Jetzt kann man ja sagen, am besten wäre es, am besten im Sinne von Wegdrängen dieser neuen Provokationen, man berichtet gar nicht drüber, aber es geht ja nicht. Ich denke, man soll nicht die Lust nachempfinden. Und gelegentlich habe ich den Eindruck, genau dieses passiert. Man sieht die Provokation und läuft der Provokation hinterher mit Lust an der Provokation, mit Lust am Tabubrechen. Als zum ersten Mal in Talkshows diskutiert wurde darüber, ob an der Grenze geschossen werden soll, habe ich mir genau dieses gedacht. Da wird in der Art und Weise, wie die Provokationen aufgegriffen werden, die Provokationen der Frau von Storch und anderer Politiker und Politikerinnen von der AfD, wird die Provokation geadelt und nobilitiert, weil ich sie ernsthaft behandle, weil ich so tue, als wären das seriöse und sinnvolle Vorschläge, wenn ich plötzlich darüber rede und diskutiere ausgiebig, wann darf an der Grenze geschossen werden. Und dies im Kontext der Flüchtlingssituation, dann kriegt das Unverschämte plötzlich den Touch des durchaus Seriösen. Das ist gefährlich. Man hat den Eindruck, dass es so verschiedene Phasen mit der AfD, also Journalismus und AfD, gegeben hat oder etablierte Medien und AfD. Teilen Sie den Eindruck und wie würden Sie das beschreiben? Der rote Faden oder das, was ich sehe, was immer stattfindet, es wird der AfD und jedweder Äußerung übertrieben Aufmerksamkeit geschenkt. Und ich habe schon den Eindruck, um es mal drastisch zu sagen, dass jeder Furz beschnüffelt wird. Und man stellt sich hin und sagt, wie riecht es jetzt? Ja, es riecht nicht gut. Es hat schon mal anders gerochen. Diese Art und Weise der Beachtung jedweden Unsinns, der geht mir zu weit. Aber das mit den Phasen ist tatsächlich richtig. Vor etwa einem Jahr, vor einem Dreivierteljahr im Wahlkampf für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz war ja die Diskussion immer die, soll man die AfD-Leute in die Talkshows einladen? Und die stehende Rede war, jawohl, das müssen wir machen, und zwar besonders intensiv, weil man die in der Diskussion entlarven muss. Das ist schön gesagt, aber ziemlich falsch. Die Sendung möchte ich mal sehen, wo in einer Besetzung von 5 Politikern ein Moderator 40 Minuten ein Politiker entlarvt wird. Das Setting ist dafür nicht geeignet. Dann bräuchte man eine Zweierkombination, also im Zwiegespräch, wo ständig nachgefragt werden kann. Also der gängige Satz von damals, wir müssen die alle intensiv einbinden, auch die noch damals noch nicht im Parlament vertretenen Politiker der AfD, um sie zu entlarven. Das war
meine ich, falsch. Und es hat mittlerweile auch fast jeder gemerkt, dass die üblichen Talkshow-Formate für diese Entlarvung nicht geeignet sind. Wenn jetzt zum Beispiel diese Nazi-Parolen heute tolerant, morgen fremd im eigenen Land fallen oder die Kanzlerdiktatorin, sollten Journalisten solche Aussagen ignorieren dann aus Ihrer Sicht? Verstehe ich Sie da richtig? Das Feld zwischen ignorieren und anprangern ist ja ziemlich weit. Und anprangern kann ich in einigermaßen normaler Form oder ich kann daraus etwas, ein Großereignis machen. Ich habe schon manchmal den Eindruck, wir funktionieren wie ein Megafon, wie ein gewaltiges Megafon. Wir geben dem noch ein hundertfaches Echo. Und diese Art von Politik rechnet mit diesem Echo. Und dieses Echo verstärkt die Wirkung von solchen Parolen ins Ungeheure. Da muss man unglaublich aufpassen. Was wäre denn da der richtige Weg dann? Berichten ja, aber tatsächlich mit dem nötigen Maß und im Hinterkopf behalten, dass ich eine Minderheit nicht zur Mehrheit machen darf. Andererseits, die haben jetzt über 20% bei den Wahlen gemacht. Und ist das, ich meine, da kann man ja schon von einer ganzen Bewegung, von einer neuen Kraft sprechen. Muss man der nicht Aufmerksamkeit und sehr viel Aufmerksamkeit schenken? Die Frage ist halt, wo ist die Grenze für die Aufmerksamkeit? Darf, soll das Eingehen auf die AfD die politische Berichterstattung und die politische Diskussion komplett dominieren? Partiell ist es momentan so. Und ja Gott, ich halte es noch nicht für unbedingt erwiesen, dass sich hier eine politische Kraft auf Dauer etabliert. Wir haben schon andere Kräfte gehabt, nicht bundesweit, aber die Schill-Partei hatte auch mal 20% in Hamburg. Und dass hier jetzt die Geschichte der Bundesrepublik künftig neu geschrieben werden muss, das halte ich für eine der Hysterien, die im Journalismus manchmal üblich sind. Man soll die Kirche schon im Dorf lassen und die Partei hat einen spektakulären Erfolg, aber sie hat sich noch nicht auf Dauer etabliert. Und all dieses Reden davon, dass hier die Parteienlandschaft sich völlig neu etabliert und völlig neu schüttelt, verstärkt die vermeintliche Wichtigkeit dieser Partei. Ich würde gerne auf ein ganz konkretes Beispiel kommen. Dresden, die Volksverräterrufe. Ich bin als Journalist vor Ort. Wie berichte ich darüber? Wie sollte ich damit umgehen? Es war ja ein ganz massiver Vorfall. Da treten die Repräsentanten dieses Staates auf zu einem feierlichen Anlass und werden zum Teil niedergebrüllt. Sie laufen durch ein Spalier wie beim Spießrutenlauf. Ich muss es so deutlich wie möglich berichten, wie ich es dann einordne in den Kontext dieser Sache der Redaktion. Aber ich will wissen, was passiert da. Ich will wissen, was wird gerufen. Und wenn Unverschämtes gerufen wird, will ich es auch wissen, weil es in dieser Situation besonders empörend ist. Jetzt bin ich nicht jemand, der sagt, ich darf nicht mit der Trillerpfeife auftreten, wenn die Staatsrepräsentanten auftreten. Das ist immer gemacht worden bei Demonstrationen. Aber es besteht wirklich ein großer Unterschied, ob ich da Trillerpfeifen organisiere oder ob ich Volksverräter und Fotze rufe. Und jetzt bin ich zum einen beim Berichten und zum anderen bin ich beim Kommentieren. Und die Kommentierung muss scharf sein und die Reaktion der Sicherheitsbehörden und der Strafverfolgung wünsche ich mir auch scharf. Diese Äußerungen sind keine Meinungsäußerungen, diese Äußerungen sind Straftaten. Jetzt sagen Populisten, wir sind in einer Zeit, Fakten zählen nicht mehr, nur das Gefühl. Es geht nur noch um Gefühle, um Ängste. Und stimmt das? Sehen Sie das? Nur das Gefühl zählt noch? Ich sehe es nicht. Natürlich ist das Gefühl wichtig, aber es ist ein faktenbasiertes Gefühl. Und ich kann nicht
Ich glaube nicht, dass ich auf Dauer Gefühle produzieren kann, die weit entfernt liegen von den Fakten. Und ein guter Journalismus setzt natürlich auch auf Gefühl, aber er ist faktenbasiert. Und wir müssen keinen anderen Journalismus machen, weil plötzlich ein paar durchgeknallte Leute behaupten, Fakten spielen keine Rolle mehr. Und zugleich uns Lügerei vorwerfen, weil wir auf Fakten Wert legen. Das heißt ja nicht, dass Journalismus abseits jeder Emotionalität passieren soll. Macht er auch nicht. Reportagen setzen natürlich auch auf Emotionalität, aber diese Emotionalität hat einen echten, harten, richtigen Kern. Und auf den legen wir weiterhin Wert. Können wir mit dieser redlichen Art, sich ganz präzise den Fakten zuzuwenden oder auf die Fakten hinzuweisen, können wir damit überhaupt was ausrichten? Ich glaube ja. Und jetzt zu sagen, Redlichkeit ist Vergangenheit, weil nur noch Agitation und das blanke Gefühl zählt. Will denn ernsthaft eine Mehrheit im Lande ein vertrumpisiertes Deutschland? Dass wir nur noch Politiker oder überwiegend Politiker haben, die auftreten wie der verrückte Trump? Ich glaube schon, dass es gewisse Lust daran gibt, solche Leute zu erleben und ihnen einen gewissen Freiraum einzuräumen. Aber dass dieses Land von Gaulands und Ähnlichen regiert werden will, das sehe ich ja überhaupt nicht. Und ich sehe auch, ehrlich gesagt, den ganz großen Erfolg, den sich jetzt die AfD erträumt und den sich Leute wie Gauland erträumen in der Art und Weise ihres Auftretens, den sehe ich auch noch nicht. Natürlich wird mit ganz großer Wahrscheinlichkeit die AfD zweistellig in den Bundestag einziehen. Aber dass der Siegeszug anhält, das sehe ich nicht. Man spricht dann gern, die Partei wird sich entzaubern, so leicht geht die Entzauberei nicht. Aber das ständige Nachfragen, das Nachweisen, hier haben sie gelogen, hier stimmen die Fakten nicht, das macht Eindruck. Und es wird auf Dauer wirken. Wenn wir die Überzeugung nicht hätten, könnten wir mit Journalismus einpacken. Natürlich glaube ich dran, dass die Wahrheit und die Suche nach der Wahrheit und wichtig ist. Und dass ich Politiker von welcher Partei auch immer damit konfrontieren muss. Und dass ich widersprechen muss, wenn in Interviews, in Talkshows, in Sendungen etwas Falsches behauptet wird. Dafür sind wir da. Jetzt ist es so, also ich freue mich über Ihren Optimismus, jetzt ist es so, wenn man nach Österreich guckt oder in die Schweiz, da bemüht sich zum Beispiel der Moderator Armin Wolf seit vielen Jahren und weist immer darauf hin, hakt immer nach, weiß jede Lüge nach, ist immer konfrontiert und ohne jeden Effekt, der sagt, die Leute interessiert es einfach nicht. Ich glaube es auch. Ich glaube ihm sofort, dass er enttäuscht ist, weil er gern mehr Wirkung haben möchte. Wer will sie nicht? Ich will auch mehr Wirkung haben, sie auch. Aber er macht es auf wunderbare Weise. Vielleicht müssen es noch mehr auf wunderbare Weise machen. Ad 1 und Ad 2. Wir können ja fragen, wie würde es aussehen, wenn es Armin Wolf nicht gäbe. Und wenn überhaupt niemand mehr kritisch nachfragt. Vielleicht hätten wir dann schon längst eine noch ganz andere Regierung in Österreich. Vielleicht hätten wir den Präsidenten von rechts außen schon bei der ersten aufgehobenen Wahl gekriegt vor ein paar Monaten. Man kann auch sagen, momentan ist es vielleicht so, dass diese Nachfragen, dieses immer wieder auf den Kern und auf die Wahrheit hinweisen, dazu führt, dass es wenigstens nicht noch schlimmer kommt. Ist ja auch was. Ich glaube, müssen wir uns darüber im Klaren werden, dass diese Aufklärung, die wir vielleicht vor 10 Jahren geglaubt haben, wir haben sie ein für alle Mal erreicht. Und die Minderheiten haben Rechte und die sind für ein für alle Mal gesichert. Und der Boden ist stark und er ist nicht aus Eis, er schmilzt nicht weg. Das alles stimmt so nicht. Und wir haben nicht die Demokratie und die Aufklärung und die Grundrechte ein für alle Mal gesichert. Vielleicht ist unser Schock
auch deswegen so groß, weil wir bestimmte Dinge für ganz sicher gehalten hatten und jetzt merken, dass wir die immer wieder verteidigen müssen und dass es immer wieder mühsam ist zu verteidigen und weil wir es zum ersten Mal richtig intensiv machen müssen. Dinge, die wir für so selbstverständlich gehalten haben, dass wir gemeint haben, die Mühe dafür zu werben, die Mühe, bestimmte Positionen zu verteidigen, müssen wir uns nicht mehr machen. Die Erkenntnis, dass es nicht so ist, die ist vielleicht so erschütternd. Aber vielleicht ist es eine ganz normale Erkenntnis. Aufklärung fällt nicht vom Himmel, ist nicht ein für alle Mal da. Man muss sie immer wieder neu erringen, neu verteidigen. Und da sind wir gerade dabei. Kann man sagen, dass die Journalisten irgendwie aus der Rolle gefallen sind oder dass viele Journalisten ihre Rolle noch nicht gefunden haben? Also weil es wirkt irgendwie so wie so eine komische Suchbewegung und man hat das Gefühl, alle kriegen noch nicht so richtig den Henkel an die Tasse. Ach Gott, wenn die Suche heißt, wir suchen immer wieder, wofür Pressefreiheit eigentlich da ist. Und Pressefreiheit ist ja nicht dafür da, weil wir uns einen schönen Beruf ausgesucht haben, sondern sie ist dafür da, weil sie für die Demokratie unglaublich wichtig ist, weil sie für die Demokratie wichtig ist, weil sie für den Rechtsstaat wichtig ist. Deswegen gibt es für unseren Beruf das einzige exklusive Grundrecht, speziell für einen Beruf. Und das müssen wir uns immer wieder bewusst machen. Die Pressefreiheit ist nicht Selbstzweck und nicht, ich sag's nochmal, die Freiheit zur bequemen Berufsausübung, sondern es folgt daraus die Pflicht, nämlich dafür gibt es den Artikel 5, den Rechtsstaat und die Demokratie zu verteidigen. Wir waren uns vielleicht in den letzten Jahren der Notwendigkeit zur Verteidigung nicht richtig bewusst. Es gab diese auch maßlosen Angriffe nicht. Und auf einmal sind sie da und wir sind verdutzt, dass wir Dinge machen müssen, wozu wir eigentlich da sind.